Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es mal wieder um das Thema Garten. Ich habe ja schon lange keine Gartenfilme mehr gedreht. Natürlich war es Winter und dann konnten wir eher was drinnen machen. Jetzt wird es Frühling, draußen kommt die Sonne raus und ich möchte euch heute auf Wunsch einige Kommentare ein Update von meinem Gewächshaus geben, das ich vor 2 Jahren gebaut habe. Wie hat es überlebt? Was würde ich heute anders machen? Und ich kann euch zeigen, wie das Gewächshaus heute nach 2 Jahren Standzeit ausschaut. Also lasst uns starten, gehen wir raus. Ja, hier ist das gute Stück. Ihr kennt es von meinem Video, das Gewächshaus. Schaut eigentlich grundsätzlich von weitem noch gut aus, aber wir haben schon echt Schäden gehabt letztes Jahr. Und ich hatte echt keinen Bock mehr. Erst im Frühjahr der Hagelschaden. Und dann hatten wir Braunfäule hier drin. Ich hatte zum Schluss echt keinen Bock mehr, habe alles liegen gelassen. Und habe gedacht, so, dieses Jahr ist Feierabend. Und jetzt im nächsten Jahr, also dieses Jahr, werde ich dann eine hochwertige Folie da drauf ziehen. Und das Ganze wieder schön machen. Das Gerippe hat schon viele Stürme überlebt. Das ist stabil und würde ich auch so jederzeit wieder machen. Genauso wie den automatischen Fensteröffner. Der hat sich auch super bewährt. Sobald es hier drin zu warm wird, geht er automatisch auf. Also würde ich auch echt wieder so machen. Die Schiebetürführung, die ich selber gebaut habe, die läuft schwergängig. Das kommt daher, dass ich Metallleisten verwendet habe. Die sind jetzt trocken gelaufen, das Fett ist weg. Und so läuft die nicht mehr. Das heißt, ich muss hier entweder auf Kunststoff umsteigen oder doch eine richtige Führung kaufen. Ich werde es erstmal mit Kunststoff probieren, ob das dann geht. Aber ansonsten, die Frage, würde ich es wieder so machen? Auf jeden Fall. Ich hatte ja auch schon die Frage, warum ich keine Doppelsteckplatten verwendet habe. Für das Gewächshaus Doppelsteckplatten kommen wir in Richtung 300, 350 Euro. Und ich muss stark bezweifeln, dass die Doppelsteckplatten den starken Hagel letztes Jahr überlebt hätten. Von daher gehe ich wieder auf Folie. Ich habe mir schon neue besorgt. Dieses Mal verwende ich eine hochwertige Gewebefolie. Da brauche ich so circa 100 Euro. Für das komplette Gewächshaus und ich hoffe, dass ich mit dieser Folie länger Spaß habe. Beseitigen wir mal das Chaos und machen die Folie neu. Die Abdeckleisten sehen noch echt gut aus. Dass die jetzt 2 Jahre voll bewittert waren, haben die eigentlich nicht viel abbekommen. Kann man also durchaus noch mal verwenden.
die kaputte Folie hat schon Spuren hinterlassen. Ein bisschen feucht ist es zum Teil. Das heißt, ich werde vor dem Aufziehen der neuen Folie zuerst mal das ganze Holz trocknen lassen, weil doch eben Wasser reingelaufen ist. Okay. Aber sonst schaut es alles super robust noch aus wie am Anfang. Ja, auch das Fundament. Die Bohlen sehen noch gut aus, die haben überhaupt nichts abbekommen. Also kann man echt wieder schön drauf aufbauen. Neue Folie dran und fertig. So, aufgrund von Nachfragen möchte ich euch jetzt noch auf den Weg geben, welche Schraubenlängen ich verwendet habe. Also hier sind überwiegend 4,5x40 Spannplattenschrauben drin, sodass die natürlich außen nicht durchgehen. Und hier im Stoß habe ich 90er Schrauben verwendet, 5x90, und hier müsst ihr unbedingt oben vorbohren, damit die Latte nicht reißt. Und ansonsten natürlich wie hier, das sind dann schon auch mal 140er Schrauben, aber nur ganz wenige. Das meiste habe ich wirklich mit 4,5x50 gemacht oder 4,5x40. Jetzt noch Details zur Folienbespannung. Fangt unbedingt mit den Seitenwänden an, damit die Folie vom Dach oben drüber geht. Also erst die Seitenwände mit Folie bespannen und dann das Dach schön von oben drüber ziehen. Und hier in der Kehle werde ich jetzt auch die Folie hochziehen und die andere Folie nachher von oben darüber lassen, dass auch hier das Wasser schön immer fließen kann. So, die Ecken funktionieren am besten wie Pakete packen. Einfach einschlagen und auch von oben nach unten das Ganze umlegen. Dann kann das Wasser schön weglaufen. Oben am Scharnier lasse ich die Folie bewusst länger, dann kann die nachher wieder oben an den Überstand angetackert werden und das Wasser läuft auch hier wieder schön über das Fenster und nicht innen rein.
Ja, die Holzleisten, die mache ich über die Klammerstellen drüber. Und so hat die Folie bei Sturm deutlich mehr Halt und wird nicht ausreißen. Das Gewächshaus hat schon einige Stürme überlebt, aber das war nie ein Problem. So, jetzt muss ich euch noch zeigen, wie ich die Dachrinne da dran gemacht habe. Ich habe die einfach nur dran geschraubt. Unten habe ich ein Teil Acrylglasreste angeklebt und oben haben wir so ein Spezialklebeband, was man normalerweise zum Abkleben von Dampfsperren verwendet. Das ist super haltbar und so kann das Wasser sauber von der Folie rüberlaufen in die Dachrinne rein. Ja, und zur Schiebetür muss ich euch sagen, diese Gleitführung, es war ein guter Gedanke gewesen, aber die ist nicht wetterbeständig, die klemmt schon wieder. Ja, spart euch lieber die Zeit und kauft euch gleich eine vernünftige Schiebetürführung und dann habt ihr länger Spaß daran. Für mich geht es jetzt erstmal ans Einpflanzen von dem Gewächshaus. Wer mir noch einen Tipp hat, wie ich mit der Braunfäule umgehen muss von den Tomaten, vielleicht kommt die ja nochmal. Da wäre ich sehr dankbar. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Also in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.